Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im Jahre 1990 bin ich zum ersten Mal in dieses Hohe Haus gewählt worden und durfte seitdem allen 5 Landesregierungen angehören. Wechselnde Koalitionen haben ihren jeweiligen Beitrag zum Aufbau unseres Landes geleistet. Meine Damen und Herren, wir haben, und viele von Ihnen erinnern das noch gut, gerade in den 90er Jahren tiefe und lange Täler durchmessen. Strukturumbrüche bis dato nicht gekannter Art bestimmten das Geschehen. Hunderttausende Menschen mussten einen neuen Beruf erlernen. Viele mussten das Land verlassen, auf der Suche nach Arbeit, Perspektive und Auskommen für ihre Familie. Heute im Jahre 2013 können wir sagen, das liegt im Wesentlichen alles hinter uns. Unser Heimatland Brandenburg ist heute ein modernes Land. Ein modernes Land mit Herz und viel Gemeinsinn. Wie beispielsweise die unzähligen Paten in den Netzwerken für gesunde Kinder aussagen. Oder auch, dass Brandenburg auf dem ersten Platz bei der Ausübung von Ehrenämtern im Osten liegt. Oder wenn wir gerade ein paar Wochen zurückdenken, wir haben etliche Fluten erleben müssen. Aber das waren immer Hochzeiten der Solidarität, des Miteinanders, der Nachbarschaftshilfe. Und dadurch ist es uns gelungen, diese Herausforderungen allesamt gut zu überstehen. Wir sind auch heute kein Land ohne Probleme. Wahrlich nicht. Aber das Fundament ist stabil. Die Strukturen sind wehrhaft. Wir nehmen seit einigen Jahren, und das ist ein wichtiger Zukunftsindikator, keine neuen Schulden mehr auf. Und was mir das schönste Signal ist, Menschen, die vor 10, 15 Jahren das Land verlassen haben, auf der Suche nach Perspektiven beginnen, zurückzukehren, weil sie hier in Brandenburg Zukunft sehen. Die Brandenburgerinnen und Brandenburger fühlen sich in ihrem Lande zu Hause und ein deutliches und gutes Selbstbewusstsein im Lande ist entstanden. Liebe Kolleginnen und Kollegen im Parlament, Sie und Ihre Vorgängerinnen und Vorgänger haben durch Ihre Ideen, Initiativen, konsequente Vertretung der Bürgerinteressen und daraus erwachsende Konzepte für diese Entwicklung die entscheidenden Beiträge geleistet. Dafür danke ich Ihnen ganz ausdrücklich als jemand, der 23 Jahre in der Exekutive gewesen ist. Und ich danke auch den unzähligen Menschen in unserem Lande, die nicht verzagt haben, die Rückschläge weggesteckt haben, immer wieder aufgestanden sind und das Brandenburger Grundmotto „Am Mute hängt der Erfolg“ mit Leben erfüllt haben. Dafür Dank an alle Brandenburgerinnen und Brandenburger, meine Damen und Herren. Liebe Kollegen, wir haben uns hier im Hause oft und nicht selten hart auseinandergesetzt. Streit ist wichtig. Ich glaube, Streit ist überhaupt ein konstituierendes Element einer funktionierenden Demokratie. Ohne Streit um richtige Wege werden wir die richtigen Wege nicht finden. Ein solcher Streit hat eine Grundbedingung. Er muss ohne persönliche Verletzungen geführt werden, damit er wirklich konstruktiv ist und wirken kann. Ich habe mich darum seit 1990 hier immer bemüht. Ich weiß, dass es mir nicht immer gelungen ist. Liebe Frau Teuteberg, liebe Frau Dr. Ludwig, ich bitte im Nachhinein noch um Nachsicht. Ich gebe zu, da sind mir auch mal die Pferde durchgegangen. Ihre Vorlagen waren einfach zu gut. Aber es passt eigentlich nicht in mein sonstiges Schema des Umgangs mit anderen Menschen. Meine Damen und Herren, meine gesundheitliche Situation ist, wie sie ist. Es gibt den ärztlichen Rat und den dringenden familiären Wunsch, aus der 7 Tage eine 5 Tage oder wenigstens, ich baue schon mal vor, 6 Tage Woche zu machen. Diesem Rat und diesem Wunsch komme ich nach, Herr Präsident.
Ich erkläre hiermit meinen Rücktritt vom Amt des Ministerpräsidenten. Ich danke dem brandenburgischen Landesparlament, ich danke den Mitgliedern der Landesregierung und den Mitarbeitern des Landtages und der Regierung. Ihnen allen und Ihren Familien wünsche ich Glück und Gesundheit und unserem Land, dem Land des Roten Adlers, immer Gottes Segen. Vielen Dank.